scheinbar nicht mehr viel. Wir sind nämlich schon wieder am östlichen Kartenrand. Am westlichen Kartenrand. Dort geht es nur an die Küste. Gut. Ich denke mal, die Küste mache ich wirklich, nachdem ich bei der Hohen Hecke war. Dann geht es nochmal zurück nach Berikost. Und kurz zum Schmied und so. Und die Quests abgeben, die wir bis jetzt gemacht haben. So, Hohe Hecke. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Ja? Von einem, von zwei Halbogern, einem Wüsterschrecken wurden wir überrascht. Was wollt ihr? Für die Gerechtigkeit. Und Khalid hat's gelebt. Super. Gut, was? Beinahe unter meiner Würde. Toll gemacht, Khalid. Wie immer. So, hier noch. Ein Edelstein. Ja. So, komm, Khalid, entsteiner dich mal. Für die Düsterschrecken gab es wenigstens 650 Erfahrungspunkte. Für die Halbbogen nur 270. Gut. Das sind schon Unterschiede an Erfahrungspunkten. So, Khalid ist wieder unter uns. Würde. Also geht's weiter nach Norden. Richtung Hohe Hecke. So, wir suchen das Gebäude mal ohne Umschweif. Hallo Knochen Charlie. Also Skelette. Und ein Knoll. Für die Gerechtigkeit. Dies ist Blut. Ein toter Knoll. Eine ganze Horde von Knollen. Was wollt ihr? Ich hab Blut davon. So, einen von den Schädeln. Nehmen wir gleich mal mit. Ich bin ganz um die Befallen. So, das war nur eine normale Gruppe von Knollen. Also jetzt nicht ganz so wichtig dramatisch. Und ja, wir sind wieder in einem Waldgebiet. Hier eine Festung zu finden. Oder einen Turm, das dürfte... Hallo Knoll-Veteran. Oh, wir haben sie schon gefunden. So, Knoll-Töter. Knoll. So, die Knolle sollten wir uns gut ansehen. Gut. Genau, das nehmen. Wegen nämlich. Das ist nämlich der Knoll gewesen, der das Schwert hat, das wir besorgen sollen. So. Suchen wir mal den Eingang zu diesem Gemäuer hier. Genau, hier. Ist er nämlich. Das ist die Hohe Hecke, die ich jetzt betreten werde. Was? Nichts leichter als das. Und gleich mit dem Magier reden, bevor uns seine Wächter angreifen. Ich bin Talantir, der mächtige Zauberer von Berikost. Mit Fremden auf meinem Land habe ich nicht viel Geduld. Tut uns beiden einen Gefallen und zieht weiter. Es sei denn, ihr hättet magische Gegenstände zum Verkauf. So wie ihr aussieht, könnt ihr euch meine Waren bestimmt nicht leisten. Doch. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Ich hoffe nur, dass ihr einen Grund dafür habt, mich zu stören. Habe ich nicht gesagt, dass ihr gehen sollt? Nur, die Geschichte ist eigentlich ganz amüsant. Seht ihr, ich habe zufällig dieses sprechende Huhn gerettet. Hühner reden nicht.
Es muss sich also ganz offensichtlich um irgendein verwandeltes Wesen handeln. Zaubersprüche, diese halten nicht ewig oder können rückgängig gemacht werden. Das geht so einfach, dass ich mich nun wirklich nicht damit abgeben muss. Zieht weiter. Ich bin mir wohl erspart mir eure frommen Predigten, alter Magier. Ich habe euch diesen Mann hergebracht und werde jetzt wieder gehen. Es gibt keinen Anlass, unhöflich zu sein. Warum sträubt ihr euch so, mich mit mir abzugeben? Ich bin mir wohl bewusst, dass Hühner stumm sind. Vielen Dank. Ja, es handelt sich um einen verwandelten Mann. Aber dieser Mann gibt außerdem vor, Lehrling zu sein. Darum habe ich ihn hergebracht. Lehrling, ich habe und hatte keine Lehrlinge. Ich bringe niemanden bei, was ich... Wartet. Melikamp? Melikamp, bist du das? Ja, Meister Teiltier, ich bin es. Ich bin nicht dein Meister und du bist kein Lehrling. Es ist recht unverschämt von dir, von mir Hilfe zu erwarten. Er ist nicht euer Schüler, aber ihr kennt ihn doch oder etwa nicht? Ein Student möchte lernen, dieser Dummkopf möchte jedoch nur Wissen haben. Ich betreue niemanden, der nicht die Auswirkungen dessen begreift, was ich ihm beizubringen habe. Da ich nicht bereit war, die schnellen Befriedigungen seines Wunsches zu bieten, hat er mich einfach bestohlen. Ihr redet von vielen, aber zeigt so wenig. Ich wollte nur einen Bruchteil der Zauberkräfte lernen, die ihr besitzt. Es hat mich mehr als 50 Jahre meines Lebens gekostet, nicht nur so viel Zauberkraft zu erlangen, wie ich jetzt habe, sondern auch den Willen zu stärken, diese Zauberkräfte nicht einzusetzen. Du bist dagegen nur ein Kleinkind. Offen gesagt, es überrascht mich, dass du dich in ein so altes Huhn verwandelt hast. Wie ist es dir denn gelungen? Als ich dich zuletzt beobachtet habe, hast du noch die einfachsten Zaubersprüche durcheinander gebracht. Ich habe seither große Fortschritte gemacht und ich habe mir ein paar Dinge ausgeborgt, um den Vorgang zu beschleunigen. Das dachte ich mir. Nun, wie man sieht, kannst du zwar bei der Hilfsmittel stehen, aber das Wissen, wie mit ihnen umzugehen ist, kannst du mir nicht nehmen. Steh still, damit ich dich von diesem lächerlichen Aussehen befreien kann. Ich werde wohl kaum mein Eigentum zurückerhalten, solange es verwandelt herum. Hey, Moment mal. Ich habe ja überhaupt nichts besessen, mit dem man eine solche Verzauberung hätte bewerkstelligen können. Moment, meine Güte. Melikamp, hör gut zu. Was hast du genommen? Nichts wirklich wertvolles, ich schwör's. Nur ein paar Teile, ein paar Rollen, ein paar abgetragene Armbänder, ein leeres Zauberbuch, etwas Pergament. Ein paar, oh nein, du kleiner Idiot. Die Armbänder in meinem verschlossenen und versteckten Safe? Ich kann nur hoffen, dass dir Hühnerfutter schmeckt, denn du wirst sehr lange so bleiben müssen, wie du jetzt bist. Ich weiß, ich habe euch bestohlen, aber ihr könnt doch nicht zulassen, dass ich so bleibe. Bitte, Meister Talentier, bitte, Gack. Es geht nicht darum, ob ich dir helfen möchte oder nicht. Das Problem ist, dass ich einfach nicht die Macht besitze, das rückgängig zu machen, was du getan hast. Ja, wir könnten mehr Geld raushauen. Wir können sagen, das geht uns nichts mehr an. Kann man gar nichts machen. Ich helfe gerne, welche. Wie kann das es... eigentlich das, was wir sagen wollen, aber erstmal möchten wir wissen, welche Art von Gegenstand kann ein Magier so viel Kopfzerbrechen bereiten? Die Magie, der heute so viele anhängen, war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Jeder Abenteurer, der etwas wert ist, sollte dies wissen. Auch sollte klar sein, dass nicht jeder Tant, den man einem Verlies abbringt, auch wirklich hilfreich ist. Ja, wir haben schon verfluchte Sachen gefunden. Die Armschütze, um die es hier geht, waren eine kleine Erinnerung an, naja, ist ja auch egal, oder? Nur so viel sei gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was für eine Funktion sie eigentlich haben sollten. Und ich war auch nicht in der Lage, den ehemaligen Eigentümer zu fragen. Seit meiner Freilassung sind Jahre ins Land gezogen und die Trümmer dieser Ruine von Nessere bleiben so rätselhaft wie eh und je. Sie leisten jetzt der stärksten Deutung Widerstand. Und ein jeder versucht, den Band zu lösen, hat zerstörerische Folgen. Gewissen Dingen sollte man einfach ihre ewige Ruhe gegönnt werden. Ja. Er hat also aus Nessarin-Ruinen
Nessari war ein uraltes Königreich, was fast einen Großteil von Verona erobert hat, mit fliegenden Festungen. Das war, glaube ich, das alte Nessariel. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das Richtige sage. Und es nicht ein anderes Volk damals war. Oder wurden die Nessari von diesen belagert, von den fliegenden Festungen? So oder so rum. Auf jeden Fall, Nessari sind sehr alt. Ja, könnt werden. Kann man da denn gar nichts machen? Ich helfe gerne, wenn ich irgendwie kann. Wenn ihr bereit seid, werde ich tun, was getan werden muss. Wir benötigen eine Komponente, die ich nicht zur Verfügung habe. Eure Aufgabe würde sein, mir diese Komponente zu beschaffen. Ich brauche den Kopf eines untoten Wesens. Ein einfacher Schädel reicht aus. Bringt ihn mir her und ich werde versuchen, eine magische Regel zurechtzubiegen, um diesen dummen Jungen reinkarnieren zu lassen. Reinkarnieren? Muss der Empfänger dazu nicht tot sein? Ja, das stimmt, da muss ein totes Element im Spiel sein. Dafür benötigen wir den Schädel. Ich kann nicht alles erklären, was ich zu versuchen gedenke, aber ich möchte das Reinkarnationsschema umkehren. Das Alter des Zaubers, der dich verwandelt hat, lässt vielleicht die Möglichkeit einer Lücke in den magischen Gesetzen zu. Natürlich können wir beide dabei draufgehen, so ist halt das Leben. Los jetzt, ab mit euch in einen Verlies oder einen Kerker, wir brauchen einen Schädel, geht jetzt. Ja. Ich muss Talatia einen Schädel bringen, damit er versuchen kann, Medikamp wieder zum Menschen zu werden. Ja, denn ich verschwinde jetzt. So, jetzt können wir uns, glaube ich, auch frei hier bewegen. Jetzt müssten seine beiden Wächter, die er hat, oder sein einer Wächter, der sehr garstig sein kann. Ich glaube, es sind zwei von der Sorte. Genau, da sind sie ja beide sogar. Komm einfach angewatschelt. Die sind normalerweise nämlich aggressiv. Die Fleischgolems und sind leider etwas magieresistent und auch physischen Schaden sehr resistent, also die zu töten nichts gut. So, ich mache jetzt erstmal einen Quick Save, weil diese Quest kann sehr sehr gemein sein. Wir haben den Schädel, also den hat, glaube ich, Düna hier. Genau, den hat Düna hier. Den geben wir mal an die Acht. Bloß in so einem Kaff. Hallo, da seid ihr ja wieder, meine jungen Abenteurer. Wie ich sehe, habt ihr die benötigte Komponente. Na, dann wollen wir mal sehen, ob unser junger Mann hier sein Leben zurückgewinnen kann oder ob er als Festtagsbraten endet. So, entweder stirbt er jetzt oder es klappt. Das ist vom Glück abhängig. Ja, der Anti-Hasenfuß-Generator. Perfekter Name für den Zauber. Nichts leichter als das. So, hallo. Ich habe Arme und Hände und Füße. Oh, danke, Meister Talantier. Danke, danke, danke. Ist schon gut, Junge. Sei jetzt mal einen Moment ruhig. Mist. Er hat die Armschützer nicht mehr, genauso wie ich befürchtet habe. Entweder sie haben ihren Zauber mit einem Mal verausgabt oder sie verlieren ihre Wirkung, sobald sie ihren Schaden angerichtet haben. Ich hatte gehofft, sie wären sicher weggeschlossen, aber nun ist sicher, dass sie in die Hände irgendeines anderen unglücklichen Dummkopfes gefallen sind. Sag mal, Melikam, fühlst du dich eigentlich wieder wie du selbst? Ich denke schon. Gut, aber dort ist großes Glück, dass du nicht einen Flügel statt deines Arms zurückbehalten hast. Meine Augen hast du ja sowieso schon immer gehabt. Das zählt also nicht. Ich schlage jedoch vor, du bleibst hier, damit ich dich weiter im Auge habe. Wenn du unbedingt darauf bestehst, mit den Kräften der Magie zu spielen, Magie spielen zu müssen, kann ich so wenigstens dafür sorgen, dass du sie auch verstehen lernst. Vielleicht bist du jetzt auch ein wenig vorsichtiger, nachdem du gemerkt hast, was alles schief laufen kann. Ja, Meister Talantier. Seufz. Ich schätze, ich muss dein Meister sein und ihr, Talisa. Ich hoffe, ihr seid auf euren Reisen auch vorsichtig. Ich wünsche euch Intelligenz. Ich würde ja auch gerne Glück wünschen, aber das darin schneller als man denkt. Guten Tag. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Ja, und einen Stufenaufstieg für Yahira. Als Druidin. Jetzt kann sie wenigstens einmal wieder Wunden heilen mehr. Einmal Gift. Und sonst kann sie nichts. Doof. Schade. Was? Nichts leichter als das. Ich habe noch mal eine Menge zu lernen, aber immerhin darf ich es lernen.